Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Dark Souls 3. Im letzten Part sind wir hier, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet heißt. Ich würde es jetzt mal Nordwindtal nennen, einfach weil es hier so kalt aussieht. Vielleicht ist es das. Sind wir auf jeden Fall angekommen. Es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Hier unten jetzt beim Wasser. Lustigerweise habe ich gerade, als ich mich umgeguckt habe, bemerkt, das war die Brücke, über die wir im letzten Part rüber sind, um in das Gebiet zu kommen. Wir sind ja echt weit gekommen, muss man sagen. Wir haben ein paar Untote besiegt letztes Mal am Ende. Ich würde mir jetzt gerne das Item da hinten noch holen. Aber irgendwie traue ich dem Braten hier noch nicht. Das sieht mir zu einfach aus für ein paar Items. Und das Spiel schenkt im Normalfall keine Items her. Ring der Opferung. Ja, ich sag's ja. Tschüss. Mann, als wäre ich Hellseher. Hi. Möchtest du herkommen? Denke mal am Wasser. Auf dem Land hat die weniger zu sagen. Diese Spinne, irgendwas. Gib mal. Ja, sehr gut. Du bist Profi. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ciao. Ich denke mal, Feuer ist sehr stark. Ring der Opferung. Lasst mich gucken. Kein Verlust bei Tod, aber der Ring bricht. Ah, also ein Leben. Wenn ich einmal richtig viele Seelen habe, sollte ich den also benutzen wahrscheinlich. Was steht denn hier wahrscheinlich? Schatz voraus, gell? Illusion voraus, ja, dachte ich mir. Das wäre zu einfach. Aber extra nochmal so ein geiles Vieh. Dunkeltitanit, sehr schön. Dann lasst mal weiter gucken. War ich eigentlich da hinten schon überall? Nee, war ich gar nicht. Ich habe es gerade eben aufgenommen. Die letzte Folge ist für mich, keine Ahnung, keine 5 Minuten her. War ich hier? Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen mal hier durch. Das macht mir Angst, dass das Gebiet hier so weit... Hier sterben auch Leute. Aber nicht zu wenig. Nur woran? Was ist das da hinten? Ist das ein Gegner? Ah, ein bisschen höher. Ja, das sind die. Hm? Dann komm mal her. Wahrscheinlich locken die mehrere aufeinander und dann, ach, die hat gar keinen Bock. Okay. Gibt's da hinten ein Item? Ich sehe zumindest keins. Und das ist der Ring der Opferung, wird wahrscheinlich schon stark genug. Ach doch, da hinten gibt's eins. Ah, bei so einer Made. Hm. Möchtest du herkommen eigentlich? Hallo. Hi. Ach, jetzt ist natürlich mein Schwert nicht mehr mit Feuer. Hm, mal gucken, wie viel die dann aushält. Na, komm mal her. Eine Süße bist du. Eins, so, okay, das geht trotzdem. Wow. Oh, der stand einfach nur rum. Und wurde von hier getroffen. Das macht mir jetzt noch mehr Angst. So, wenn das da hinten auch eine ist und ich jetzt mal ausgehe, treffen wir doch die mal. Hallöchen, möchten Sie mal ein bisschen schneller laufen? Ich habe heute noch mehr vor, als nur sie zu bekämpfen. Ach, komm doch her. Ey, diese Gegner, die dann noch wegrennen, nur weil ich mich auch mal einen Meter wegbewege. Ja. Gut, ich bleib stehen, bis sie kommt. Oder bis ich sie anvisieren kann. So. Ne? Das ist absolut ekelhaft. Ich zähle mal gerade nicht, wie viele Arme und Beine die hat, aber einige. Gut. Ich glaube, dann haben wir hier alle. Ich gehe richtig vorsichtig vor. Wir haben auch nur noch 4 Flakons. Der Tod. Tippen, ja. Große Heilung. Da bin ich dabei. Aber die muss ich halt immer einklinken. Ich hätte gern mehr Slots. Wir haben ja auch eine Ring, womit wir, glaube ich, einen Zauberslot mehr haben. Aber ob ich den halt immer tragen will und dafür die anderen Ringe wegtun möchte, glaube nicht. Bin noch ein Gegner? Oder sind das Items, die mal wirklich geschenkt werden vom Spiel? Der Typ rascht hier auf jeden Fall gut durch. Sieht er das Item da hinten nicht? Grüne Blüte, okay. Darf ich hier nicht in das tiefe Wasser vielleicht? Ja, eigentlich habe ich da gar keine Lust, in die Abwasserkanalisation zu gehen.
Hier sterben auch viele. Warum? Grüne Blüte. Warum stirbst du? Wegen dem Gegner, der da drin ist. Und du hast eine Sense. Sinnlos voraus. Okay. Alter, darunter möchte ich nicht. Geht's ja richtig weit noch. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, oder? Ich hätte gerne ein Lagerfeuer wieder. Da ist ein Lagerfeuer. Wieder. Und ich würde jetzt mal unsere Seelen wieder ausgeben. Vielleicht ist denn dann der eine gestorben. Was haben wir hier? Ich setze mich erstmal. Ich bin gar nicht... So dumm bin ich nicht. Leuchtfeuer entzündet und dann hinsetzen. Mir ging gleich zurück. Dann würde ich gerne an der anderen Stelle, wo wir waren, weitermachen erstmal. Okay, ich weiß halt nicht, wie, wo es richtig hingeht. Das ist das Problem, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Entferntes Anwesen, Kirche. Wir gehen erstmal zum Feuerbandschrein. Ganz safe spielen wir das Ding hier runter. Ganz, ganz safe. Ich habe keinen Bock. Ich habe noch Feuerpfeile, kommt mir gerade. Ich weiß aber nicht, wie viel besser die sind. Na gut. Na gut. Ach Gott, jetzt fängt das Spiel wieder an zu lecken hier. Wie immer. Ja, hi. Ja, danke. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an den Online-Servern. Das kann ich halt schwer sagen. Oh, wir haben sogar 2 Level-Ups. Ich würde sagen, wir gehen bis 26 bei Vitalität und dann gucken wir weiter. Dann machen wir wieder ein bisschen Stärke, glaube ich, bis 26 und dann Kondition bis 30 oder so. So. Dann haben wir jetzt noch 12.000. Wir gucken mal, ob wir unsere Waffe verbessern können. Das Schwert. Waffe verstärken. Und zwar, welche ist das? Die hier. Ja, können wir. Und das bringt ein bisschen was. Ja, nehmen wir. Ja. So, das nächste, da brauchen wir... Da kann ich die Titanitscherben vielleicht auch kaufen einfach? Ja, ich glaube, nee, wir können hier keine... nee, das möchte ich nicht. Habe ich noch? Nee, ich habe keine Estus-Flaschen und ich habe auch, glaube ich, keinen Flak von... Du bist gerade weg. Nachricht lesen, Tränen. Warum? Hätte ich nur Zufall. Na gut, du bist da hinten immer noch tot? Ich habe keine Ahnung, durch die gestorben ist. Was ich weiß nicht, ob ich es in einem anderen Part schon mal gesagt habe, aber was ich mittlerweile rausgefunden habe. Wir haben ja in Part 2, nee, doch Part 2, als wir hier das erste Mal reinkamen, bin ich hier so dir nichts hingelaufen, hab den Typen gesehen und hab den einfach eiskalt angegriffen. Ich weiß jetzt auch, also war ein NPC. Der war gar nicht zum Angreifen gedacht. Kein Wunder, dass der so schwer für mich war. ja, als ich das im Nachhinein gesehen habe und dann nochmal als Erklärung. Ja. Ah ja, das habe ich das letzte Mal gar nicht. Ich komm gleich drauf zurück. Kristallhagel. Ah. Interesting. Okay, aber du hast gerade nichts. Wir haben ja auch keinen Boss besiegt, eigentlich. Unnötig. Der hier oben. Wir müssen kurz warten. Moment, ich bewege mich. Der Typ hat mir einen Schlüssel für irgendwas gegeben. Weißt du nicht mehr wofür? Irgendwo hat er mir einen Schlüssel. Was? Eingravierte Textwissen? Die Wächter des Abgrunds. Habe ich die nicht besiegt? Wüstenasche darbieten. Ja, let's go. Mhm. Achso, ja, das war der Bossgegner, stimmt. Hier habe ich noch nix. Habe ich da drüben was? Vielleicht, wir gucken mal. Vielleicht kann ich da auch was darbieten dann. Wie gesagt, ich habe keinen. Es könnte vielleicht auch der Online-Service tatsächlich sein. Leider, sobald man mal kurz die Verbindung verliert, schmeißt das Spiel einen auch raus. Das würde es erklären, warum es vielleicht damals besser lief. Ich weiß nicht, wie die Server mittlerweile noch. Ja, der heilige Aldrich des Abgrunds. Ah ja. Und wer ist hier oben? Sag mal. Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Ich denke, das wird der Endboss. Sonst würde das auch wahrscheinlich keinen Sinn machen. Wie gesagt, keine Ahnung, warum die tot ist. Fragt mich einfach nicht. Wir gehen jetzt weiter. Und zwar da, wo wir zum zweiten, also vorletzten Lagerfeuer. Machen wir weiter. Und zwar bei der Kathedrale. Ich habe die Hoffnung, dass ich da irgendwo was gesehen habe in einem Video, was uns hilfreich erscheint. Aber ich weiß nicht mal was. Das, ja.
ich erkunde mich ja immer ein bisschen über das Spiel, weil ich spiele es gerade zum ersten Mal und ich möchte nicht auf kompletter Linie versagen. Bei manchen Sachen versage ich sicherlich, aber ich versuche es trotzdem so gut wie möglich, Spiel, danke, so gut wie möglich irgendwie, ich versuche so gut wie möglich zu versagen. Windende Seele, hi. Hi. Und du bist, nee, vergiss es, unsichtbar wird bei mir nicht gemacht. Vorsicht, Hinterhalt, okay, ah, ich habe versagt, was steht hier? Ring wird benötigt. Ja, ich überleg's mir nochmal. Vielleicht morgen. was haben wir hier? Windende Seele. Ciao. Heimatknochen. Platz voraus. Oh. Untotenknochensplitter. Damit kriegen wir unseren Estus-Flakor wieder verbessert. Ja, da geht's gleich nochmal zurück. Aber mehr gibt's hier nicht. Okay, dann geht's wirklich da lang, wo wir gerade waren. Na gut, ich bin aber zufrieden. Hätte ich zuerst hierhin gesollt, aber ja. Gehen wir kurz zurück und dann porten wir uns nach da unten. Weil ich glaube, den ja, können wir nur bei dem großen Feuer machen. Dann ist das Gebiet echt weitläufiger, als ich gedacht habe. Nur die Gegner. Ich weiß noch nicht, was ich von denen halten soll. Das halt... Ist das Nordwindtal? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt wirklich nicht, was das ist. Ich weiß nur, das Gebiet erreicht man erst mit dieser beschissenen Puppe. Wahrscheinlich kann man in dem Spiel kein Gebiet übersehen. Wobei, wie ist das Gebiet durch die Kathedrale, könnte man vielleicht übersehen. Und ein Knochensplitter. So, und jetzt haben wir 5. Sehr schön. Wir haben ja auch mittlerweile wieder ein bisschen mehr Leben. Das heißt, wahrscheinlich gleicht sich's irgendwie aus. So geht's hier lang. Und ich rechne jetzt mit einem starken Gegner. Weil irgendwie muss ja der eine gestorben sein. Die Pyromantie wird unter Wildern gelernt. Zusammendringen in Feinde ein und explodieren. Ja. Gefühlt habe ich so ein bisschen, zumindest so ein bisschen ist es mein Gefühl, als wäre die Pyromantie extrem stark, wenn man die einsetzt. Diese Feuerbälle haben ein oder das ein oder andere Mal mir den Arsch gerettet. Hallo? Das sieht halt absolut auch aus wie ein Bossraum. Och nö, wieder so einer. Da rennt einfach der Spieler weg. Ja, guck mal. Kennst du das? Hier. Ah ne, das ist wieder so einer. Hi. Moin, Meister. Hi. Moin, Meister 2. Das war ein bisschen skillig. Ich lobe mich selber und werde es wahrscheinlich irgendwann bereuen. Hi. Ja, das ist eigentlich hier ganz gut. Tatsächlich. Weil da kann der relativ wenig machen. Ich glaube, dieses, was so ein bisschen den AOE-Damage macht, wäre hier besser. Geht's hier irgendwo lang? Bau den Braten hier nicht. Das sieht irgendwie aus, als... Aber weiter war der Gegner, gell? Gut. Gut. Dann wissen wir, wofür das ist. Da ist noch was. Komme ich da hin? Das möchte ich. Wahrscheinlich von da oben einfach runterspringen, gell? Den Gegner? Nö. Kriege ich Fallschaden? Ja, natürlich. Eine rostige Goldmünze. Hi. Au, da schießt. Was bist du denn für einer? Au, erstmal trinken. Hey, der hat Eier. So, große, noch eine große Titanitscherbe. Wie viel brauche ich, um das Schwert wieder aufzustocken? Merkt man da jetzt eigentlich was vom Schaden? Ja, ein bisschen, gell? Bei dem großen hat man es gemerkt, glaube ich. Da merkt man das. So, jetzt geht's hier bergab. Wie meine Karriere. So oder so ähnlich.
Ich glaube, irgendwo bin ich falsch abgebogen, glaube ich. Und damit meine ich jetzt nicht bei meiner Karriere. Sondern im Leben, nein. Gibt's hier was? Da steht hier Springenbird. Nicht vorausleben. Ey, mal ein netter Kommentar. Aber schön gemacht von der Map. Wie gesagt, grafisch haben wir schon im letzten Part. War doch im letzten Part, oder? Ich glaube, es war im letzten. Wie gesagt, noch ein Feuer? Das ist nicht gut. Kerker von Ifril. Irgendwas. Bin immer noch im selben Gebiet, oder? Nee, das ist ein neues. Ich habe hier irgendwas verpasst. Ich habe hier was verpasst, nur ich weiß nicht wo. Möchte ich das jetzt... am Ende habe ich halt nichts verpasst, aber... Lässt sich nicht öffnen. Aber das ist ja merkwürdig, dass zwei Lagerfeuer so nah aufeinander... Oh Mann. Und dann ein neues Gebiet. Alter, brüll mich halt an. Du bist... Alter, mein Herz. Oh. Ja, komm. Ich bin schneller. Alter Schwede, was bist du für einer? Einfach mal losgebrüllt. Ey, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Puh. Ja. Ja. Du bist eine andere Art Gegner, gell? Als die, die wir bis jetzt hatten. Wie komme ich hier rein? Ah, vertrauenserweckend. Große Titanie. Ich glaube, ich habe wieder genug, oder? Da hinten ist eine Elektroschnecke. Entschuldigt, ich glaube, ich habe zu viel Satisfactory gespielt. Hier ist was? Du hast Bock, gell? Was ist das für ein Sound? Absolut ekelhaft. Vorsicht vor rechts. Hier ist rechts. Ah, dankeschön. Sehr nett. Das soll das Item locken. Gibt's hier was? Jetzt kann ich's öffnen. Gar kein Thema. Wie ein Profi. Nö, hier gibt's nichts. Ja, der lebt noch. Oh, hier ist noch jemand. Aua. Aua, aua, aua. Hä? Warte mal. Hä? Ich hab wenig Leben. Hä? Hilfe? Mach die mal weg. Krieg ich dann mein Leben wieder? Hä? Soll ich zum Lagerfeuer? Wie kriege ich mein Leben wieder? Von der da? Ah ja, jetzt habe ich es wieder. Interessant. Ciao. Ich trinke mal. Ich habe keine Ahnung, wodurch ich mein Leben verloren habe. Und wodurch ich es wieder bekommen habe, aber... Okay. Nehme ich. Machen wir weiter. Das hier sieht wieder sehr gemein aus. Brüllst du mich wieder an? Der Spieler. Ich hab dich abgeschlagen. Wahrscheinlich von hier, gell? Wenn hier kein Spieler der Welt vorher reingeht. Hier geht's runter. Ach, guck mal. Unsere Freunde, die Käfige, kommen wieder. Ich weiß halt nicht, ob ich hier weiter möchte. Ob es hier weiter geht überhaupt. Was steht denn hier? Was versucht? Versucht Schlüssel? Öffnen. Beschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Und wo soll ich einen Schlüssel haben? Fragen über Fragen immer. Das ist ein Gegner, gell? Kurz mal so zur Übersicht.
Ja, das sind... Oh, das sind die... Die gehen gut weg mit dem Bogen mittlerweile. Schau. Warum nicht dauerhaft so? So. Ich habe ja Pfeile. Ich kann ja Pfeile kaufen. Gar kein Thema für mich. So, und schieß nochmal. Sehr schön. So, dann. Easy peasy, lemon squeezy. Hier ist jemand gestorben. Warum? Okay. Merkwürdig. Sehe ich nicht, aber okay. War das jetzt gut? Eigentlich wollte ich das. Wobei zwei Schläge, das geht halt voll. Dadurch, dass wir die schon kennen, sind jetzt auch kein Problem. Öffnen. Geschlossen. Schade, hier gibt es ein Item. Hier aber auch. Gewinnt eine Seele. Tschüss. Der Flammenschaden blockiert halt manchmal die Gegner. Das ist ganz cool. Oder, ja, dockt halt. So, verschlossen. Brauche irgendwo einen Schlüssel her, aber ich habe keine Ahnung von wo. Den Gegner, nö. Moin. Meister. Ach, da ist noch ein Gegner. Was ist das denn? Ich bin froh, dass ich Feuerschaden gerade drauf habe. Gutes Uralten, also Zauberer, Uralter Zauberer-Uniform. Schön. Hier gibt es eine Tote. Ach, du bist das. Moin, Meister. Hast du irgendwas? Schau. Alter, hält der viel aus. Und Alter, schreit der. Huch, der lebt ja noch. Großer Zauberschild. Let's go. Okay, aber irgendwie geht's hier nicht weiter. Wir brauchen anscheinend einen Schlüssel. Oder kamen wir oben irgendwie weiter und ich war wieder blind. Ja, das macht's jetzt natürlich gerade nicht leichter, weil ich keine Ahnung habe, wo ich noch nicht war. Und wo ich weiterkomme. Großer Zauberschild. Was können wir damit machen? Wahrscheinlich unsere Rüstung irgendwie pushen oder nur unseren Schild. Ich hoffe, unsere Rüstung. Gegen magische Angriffe wahrscheinlich. Ach, hier geht's weiter. Wo sind Gegner? Überall wahrscheinlich. Du klingst nur scheiße. Hier geht's nicht weiter? Lächerlich. Ach, sag mal so. Ich wechsle mal kurz die Pfeile. Nein, wie wechsle ich die denn? Gute Frage. War wirklich gute Frage gerade. Wie wechsle ich die Pfeile? Nein. Nein, nein. Gut, ich habe jetzt irgendwie die Feuerpfeile. Ich habe nur keine Ahnung wie. Okay, das macht ja gar keinen Schaden. Jetzt lasst mich mal umtesten. Nee, das ist es nicht. Versuch mal das. Nö. Das hier? Nö. Nee, das... Nein, das ist es nicht. Schlechte Idee. Einfach weiterschießen. So, jetzt mal aufs Schild und so gehen. Wie? Hab ich da gerade die Wand abgeschlagen? Ja, jetzt ist nur die Frage, wie habe ich die gewechselt? Wirklich? So vielleicht? Ah, so. Also mit der hinteren linken Taste. Da ist doch noch so ein Kristallwesen. Vielleicht da unten. Alter, wenn da noch irgendwo einer mir jetzt gleich was ins Ohr schreit, eil ich zurück. Positiv. Gehe echt beim nächsten Feuer wieder zurück und verbessere nochmal mein Schwert. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Alter. Hier geht's weiter. Was sagt mir das hier? Bist du ein Gegner, oder? Eine Nachricht lesen. Der greift mich nicht an.
Ist das etwa du, Alter? Kopfen ist für den Kommentarschreiber. Guter Gefährte. Hi. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Öffnen. Ich mache ihm nichts, solange er mir nichts macht. Wir können doch mal eine Pose machen. Alter. Dieses... Was der Typ da mir ins Ohr schreit, was auch immer das sein soll. Freudensprung. Hey! Cooler Typ. Greift mich nicht an. Ist cool. Ah, guck mal, jetzt kommen wir hier wahrscheinlich durch. Genau. Dann gehen wir erstmal hier wieder lang. Aber ich glaube, hier gibt's nichts. Wir könnten hier runter, aber möchte ich das? Ich glaube nicht. Ist anscheinend was drin. Wir machen mal auf. Schlüssel des Ausbrechers. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Das ist gut. So, dann gehen wir jetzt runter. Und gucken mal, was haben wir hier? Wir haben hier wieder so eine. Wir haben sogar zwei von denen. Macht's jetzt nicht besser. Wir haben drei von denen, oder wie? Ja. Ah, oh, die rennt mir hinterher einfach. Und wenn die mich treffen, dann ist echt. Huch. Oh, okay, ich sag mal so. Ich hab schon schlechtere Sachen. Ja, Ich brauch Leben. Hier. Hi. So, willkommen. Hey, kannst du mal dich auf eine konzentrieren, bitte? So, wie wär's denn mit Leben? Willst du mir vielleicht noch ein bisschen weniger geben? Oh, wir kriegen wieder mehr. Schön. Ah, sehr. Je näher wir den sind, oder wie? Versteh's nicht, aber okay. Gib dir das Leben her, dann fülle ich mein Leben wieder auf. Wart noch einen Moment. In der Hoffnung, dass das noch sich komplett regeneriert. Hier ist der eine wahrscheinlich gestorben. Das macht's halt extrem gemein. Du bist nett, gell? Du bist der, der mich anschreit. Junge. So, zack. Einfach Kopfnuss. Weißt du, wenn du mich anbrüllst, kriegst du auch eine Kopfnuss. So, gib mal her. Simpler Edelstein, was auch immer der macht. Ich glaube aber irgendwie... Oh Gott, Alter. Ich bin aber heute schreckhaft. Hi. Ah, cool. Ja, ich finde auf jeden Fall die richtige Taste immer. So. Zack und nochmal zack. Alter Schwede, echt. So. Nehmen wir wieder meine Heilung. Ah, sehr gut. Hab die Tastenkombination heute aber raus. So, hier war friedlich, gell? Können wir hier rein? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. An der anderen Seite muss ich da rein. Interessant. Hier haben wir den Edelstein-Typ. Irgendwie traue ich den Braten noch nicht. Was steht hier? Sinnlos voraus. Alter. Nein. Der löst sich auf. Ey, du bist... Nerv mich nicht. Wegen dir. Ich musste wegen dir aufpassen und das Ding lesen. Der. So, Spiel. Ich glaube, es sind wirklich irgendwie... Mittlerweile, glaube ich, ist die Schuld die Online... Es sind die Online-Server. Sinnlos voraus, ja. Möchtest du herkommen? Nö, gut. Gut, wenn du keinen Bock hast, habe ich auch keinen Bock. Gibt's vielleicht ein Feuer hier mal wieder? Ja, ich meinte eigentlich ein Lagerfeuer. Was steht hier? Moment. Ich hole mir erstmal das Item. Heimatknochen. Ah, das macht irgendwie weniger Mut auf mehr. Hä, wie kommt man da hoch? Vorsicht vor rechts. Vorsicht vor rechts? Keine Ahnung warum, aber okay. Ich würde mal versuchen, die mit dem Bogen zu locken. Wer auch immer das ist. Oh, die sind stark. Aber es funktioniert. Hi. Ah, so viel zu, die sind stark. Ich bin einfach nur schwach.
Na gut, dann hauen wir das Feuerschwert weg und schießen auf den. Doch. Gut, wir haben keine Mana mehr. Vorsicht vor rechts, das irritiert mich ein bisschen. Oh ne, das ist ein Bogenschütze. Gar nicht gut. Vorsicht vor rechts. Bei dir? Hi. Danke dir, Spieler, der mich davor gewarnt hat. Alter, wie scheiße bist du eigentlich? Du hast es aber auch nicht verdient. Also wirklich nicht. Und ja, das Recht nehme ich mir raus, darüber zu entscheiden. Jetzt gehen wir hier rein. Bitte Feuer? Die Truhe ist doch niemals echt. Ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo in irgendeiner Mine. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.